Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play Grandia 2 DHD Collection auf der Nintendo Switch. Wir sind immer noch unterwegs und zwar wollen wir mit dem kleinen seltsamen Mädchen reden, dessen Namen ich leider wieder vergessen habe, weil ich jetzt wieder pausiert habe längere Zeit, weil meine Stimme macht das absolut gar nicht mit. So, wir haben uns alle erkältet. Wer das Let's Play Together guckt, der weiß doch, dass alle erkältet sind und krank sind und sich angesteckt haben gegenseitig. Ja. Und bei mir hatte ich die Stimme so versagt, dass es gerade mal für die Aufnahmen abends gereicht hat für das Let's Play Together und alles andere musste dann erstmal hinten anstehen. Hallo? Sollte der reinkommen oder nicht? Sehr schwer wegen mir. Sie hat Arzneien gekauft und Kräuter gepflückt, von früh bis spät gearbeitet. Das ist alles meine Schuld, aber die Gebete meiner Mutter haben mich geheilt. Ach ja! Tops. Wo sind wir? Ich kann es nicht glauben. Ich finde, dass die Leute nicht streiten sollen. So leiden alle. Wir können lernen, einander zu mögen. Warum geben sie immer anderen die Schuld? Niemand will gehasst werden. Ich werde dafür sorgen, dass alle miteinander auskommen. Ich will allen helfen. Also, Aria, du? Es ist wirklich schön hier. Ich werde alle in den Garten der Träume kommen lassen. Niemand wird streiten. Alle werden friedlich zusammenleben. Sie werden alles Schlechte vergessen. Kommt. Gehen wir alle in den Traum. Als ich geheilt wurde, war ich so glücklich. Aber ich war auch traurig, weil ich Dinge sah, die ich vorher nicht sehen konnte. Meine Mutter wollte sich auch gut mit den Dorfbewohnern verstehen, aber alle lügen und hassen sich gegenseitig. Sie geben sich gegenseitig die Schuld für alles Schlechte, alle Leiden. Ich möchte, dass alle hierher kommen und sich gut verstehen. Das ist der Garten des Glücks. Jeder, der hierher kommt, vergisst seine bösen Erinnerungen und sein Leid. Die Menschen werden Feen. Im Prinzip ja eigentlich eine schöne Idee. Aber an der Umsetzung hapert es, glaube ich. Und sie leben glücklich an diesem Ort. Seht nur, wie viele Feen es hier gibt. Sind sie nicht alle glücklich? Hör auf! Warum? Du machst nichts falsch, aber... Ich möchte doch nur, dass alle glücklich sind. Dieses Auge... Das ist das Auge, das mir Kranas gegeben hat. Damit kann ich alles sehen. Nein, hör auf! Lass sie nicht mehr leiden. Leiden? Ich lasse niemanden leiden. Hier sind alle glücklich. Es gibt keine Trauer. Draußen lügen alle. Also leiden sie. Sie tun zwar nett,
aber sie sind gemein. Meine Mutter ist die Einzige, der ich vertraue. Hey, warum tust du das? Warum folgt ihr mir? Ist das nicht das Auge von Granus? Nein, du bist nicht wie ich, Elena. Aria? Mutter! Ach, warte! In diesem Dorf passiert irgendwas. Wir müssen zurück. Die ist da lang, aber da kommen wir nicht lang. So viel Blumen. Das tut der Stimme unendlich weh. Aufsprechen. Ich muss auch wieder einen Hustenbonbon nehmen, weil sonst hätte meine Stimme das nicht mehr hingekriegt. Ich weiß nichts. Meine Tochter wurde durch die Macht von Granas auf unsere Weise geheilt. Ich habe stundenlang für sie gebetet. Lass sie in Frieden. Leute wie du empfangen nicht einfach so den Segen von Granas. Wo ist deine Tochter? Sag die Wahrheit. Denn ihr beide seid zwei Patrone Valmas Schergen. Nein, das kann nicht sein. Nun gut. Was machen wir mit Mutter und Tochter, die sich mit dem Mächten der Prinzessin eingelassen haben? Schlagt ihr euch auf die Seite der Finsternis? Wer den Worten der Hexe Glauben schenkt, muss bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Du Teufelin! Nein, du böse Hexe, was führst du nur im Schilde? Befreie unser Dorf von diesem Fluch. Na los, warum hegst du solchen Groll gegen uns? Was sollen wir denn getan haben? Meine Tochter und ich sind unschuldig. Lass mich los. Ah! Mutter! Lass meine Mutter in Frieden. Warum können wir nicht alle glücklich sein? Wenn du etwas Böses tust, müssen alle leiden. Das böse Auge. Wie ich sehe, haben wir Valmas Macht entdeckt. Nein. Schnell hin. Hä? Verstehe die Frage nicht. Wer ist das? Was zur Hölle ist hier los? Es gibt keinen Ausweg mehr. Aria? Kümmert euch um sie. Was zum Henker habt ihr denn vor? Wie viele Nitter sind nötig, um ein kleines Mädchen um es mit einem kleinen Mädchen aufzunehmen. Lasst ihr einfach in Ruhe. Mischt euch nicht in meine Angelegenheit ein. Oder seid ihr auch ein Verbündeter der Finsternis? Dieses Mädchen weiß noch nicht einmal, was hier vor sich geht. Seht sie euch doch an. Eine Dienerin des Lichts sollte ihre erlösende Hand ausstrecken, nicht diese mit eiserner Faust drohen. Sei kein Narr, Junge. Wir befolgen nur den Willen von Granas. Um die Welt vor der Finsternis befreien. Elena. Los, bring mir das Mädchen. Bitte, hohe Priesterin, sieh mich. Es muss eine andere Möglichkeit geben, sie zu retten. Es kann doch nicht sein. Unmöglich. Es gibt keine Lösung für die
von den Valmar Besitz ergriffen hat. Ich kann es nicht glauben, dass eine Schwester der Kirche jemanden beschützen würde, der sich dem Licht verweigert hat und die Finsternis begrüßt. Ich... Hör nicht auf sie! Verdammt, Elena, du bist stärker! Die Hilflose zu beschützen ist niemals falsch. Und wenn ein Kranas damit ein Problem hat, kannst du dem Himmel sagen, dass ich deinen Gott nicht schonen werde. Ryudo. Und was sagt ihr alle dazu? Ist dieses Mädchen eine Sünderin? Diese Mutter lebt mit ihrer Tochter in einem Dorf. Wollt ihr sie denn wirklich verdammen? Mutter! Aria! Aber das auch. Du bist ein Monster. Du hast mich ein Monster genannt. Meine eigene Mutter. Bitte beruhige dich. Deine Mutter ist etwas erschrocken. Ich bin ein Monster? Nein, lass mich los. Lass mich in Ruhe, ihr alle. Lass mich in Ruhe. Was ist geschehen? Ihr, wenn ihr euch nicht eingemischt hättet, wäre das Land von der Finsternis befreit. Das ist eure Schuld. Schwärmt aus, durchkämmt die Gegend. Das Dämonenkind darf nicht entkommen. Dein Name ist Ryudo, nicht wahr? Ich werde nicht vergessen, was du heute getan hast. Hey, Elena, wach auf, hey! Oh Mist, au, au, au! Dieser Augapfel hat mir echt übel zugesetzt. Was habe ich nur Aria angetan? Wie? Es ist meine Schuld. Alles ist meine Schuld. Was meinst du denn? Ich hatte ein mulmiges Gefühl, als sie sagte, sie hätte Nikolas in den Garten der Träume gebracht. Dort erlangte sie die Fähigkeit dazu erkennen, was andere fühlen und denken. Aber das ist doch nicht alles. Sie kann auch sehen, was andere gerade tun und wo sie sich aufhalten. Das hat selbst mir Angst eingeflößt. Ich hatte Mitleid mit Aria. Ich wollte etwas für sie tun. Aber wie hätte ich ahnen sollen, dass Valmar meine Gebete erhört? Oh, was habe ich noch falsch gemacht? Du hast gar nichts falsch gemacht. Alle Eltern hätten dasselbe für ihr Kind getan. Es ist nie falsch, sich um Angehörige zu kümmern. Die Schuld an diesem Geschehnissen trägt Valmar ganz allein. Bitte, tötet sie. Ist das dein Ernst? Wir können ihr nicht mehr helfen, also tötet sie bitte, bevor sie noch mehr Leid verursachen kann. Sei keine Närrin! Wir haben sie vorhin nicht beschützt, um sie jetzt umzubringen. Tu, was du willst. Aber so schnell werde ich nicht aufgeben. Ich werde herausfinden, wie wir sie retten können. Mit dir oder alleine. Genau. Wie wäre es, wenn wir ihr das Auge einfach rausreißen? Was haltet ihr davon? Millennia,
Bist du sicher, dass du Valmas Auge entfernen kannst? Klar, kann ich. Dadurch würde Arias Seele natürlich zerbrechen und sterben. Daran kann ich nichts ändern. Melania? Verdammt, es muss eine andere Möglichkeit geben. Es ist allein meine Schuld, dass sie so leidet. Wenn ihr sie nicht retten könnt, dann erlöst sie bitte von ihrem Elend. Ja, ja. Das klingt spitze. Ihr habt die Dame gehört. Bringen wir die Sache zu Ende und verschwinden von hier. Hey, davon will ich nichts hören. Aber was kann man von Valmar schon erwarten? Sicher keine Anteilnahme am Leben von Menschen. Was? Aber die Sache geht uns nichts an, Ryudo. Wenn jemand etwas unternehmen sollte, dann doch wohl die Mutter des Mädchens, oder nicht? Und die hat aufgegeben. Ende der Diskussion. Ich mach dir ja keine Vorwürfe, Ryudo. Es ist normal, dass Menschen vor der Realität fischen möchten. Sie können sich dem Leben nicht stellen. Aber wir haben keine Zeit, dir hinterher zu rennen. Hör auf, deinen Albernheiten nachzujagen. Das ist die einzigste Vorgehensweise. Halt! Verdammt nochmal die Klappe! Dass das kleine Mädchen gerade leidet, verängstigt ist und leidet. Hast du schon mal alleine gelitten, Melania? Sie wollte nur etwas Glück in die Welt bringen. Hat sie das dann verdient? Du bist ihre Mutter, aber du möchtest, dass ich sie von ihrem Elend erlöse? Sowas macht man mit Vieh, nicht mit Kindern. Sie wollte, dass alle glücklich sind. Was zur Hölle ist daran falsch? Es hat bereits begonnen. Sie leidet. Verdammt. Wir haben genug Zeit verschwendet. Wir müssen sie finden, bevor Selin sie aufspürt. Versuchen wir es mit diesem Garten. So. So, und dann würde ich sagen, dann war es das schon für heute. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen gnädig mit mir. Wenn es jetzt weiterhin so bleibt, dann werden nicht viele nebenbei Folgen kommen. Sollte es sich bessern, dann werden natürlich wieder mehr kommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da und ein Abo. Und ich freue mich ganz, ganz doll. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Eure Florinda. Ciao.